Tagesordnung festgelegt. Tagesordnungspunkt 19, kommunales Sommerschulprogramm. Hier einreiche die SPD-Fraktion. Frau Vorwieser, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, geben Sie mir bitte ein Signal. Ich habe ja keine Zeit, deswegen, falls ich zu lange sein sollte. Das dürfen Sie gerne. Liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal herzlichen Dank für die breite Zustimmung und die konstruktive Arbeit im Bildungsausschuss zu unserem Antrag zum Thema Berufsschulnetzplanung. Und dem Oberbürgermeister möchte ich noch mal mitgeben, ich weiß, dass er das tun wird, dass er sich dadurch sehr bekräftigt fühlen soll, dort im Interesse unserer Stadt diesen Prozess, den wir in diesem Antrag, den wir heute hier ohne Debatte miteinander beschließen konnten, vereinbart haben, jetzt auch zügig auf den Weg zu bringen. Und insbesondere auch mit den Schulleiterinnen und Schulleitern der Berufsschulzentren zu sprechen, die uns in der Anhörung im Ausschuss zu verstehen gegeben haben, dass es eben leider Gottes weder von Seiten des Landes noch von Seiten des Schulverwaltungsamtes bisher hinreichend getan worden ist. Und jetzt kommt gleich noch ein zweites bildungspolitisches Thema hinten ran, wo ich gleich jetzt einen gemeinsamen Ersetzungsantrag einbringen möchte, auf den sich in der Vorberatung, nachdem wir einen Eilantrag als Fraktion eingebracht haben, die Fraktionen von Bündnis 90 den Grünen, von CDU, von Linken und SPD gemeinsam verständigen konnten. Auch hier herzlichen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit. Wir haben einen Antrag gestellt zum Thema Corona-Folgen mildern, kommunales Sommerschulprogramm. Wir haben das jetzt in dem Ersetzungsantrag auch noch mal präzisiert, weil der Titel von einigen etwas missverständlich aufgenommen worden ist, dass es um ein kommunales Schulferienkursprogramm geht. Natürlich sind wir als Kommune nicht für Schule im engeren Sinn zuständig. In dieser Zeit, in dieser Corona-Pandemie, wurde ich eines Tages mit einer Aufgabe konfrontiert, die mein Sohn im Homeschooling lösen sollte. 2162,16 geteilt durch 108. Und wenn Sie das jetzt gleich ausrechnen können, ohne Ihren Taschenrechner zu nehmen, dann haben Sie meine volle Anerkennung. Ich musste tatsächlich mit meinem Sohn gemeinsam die von der Lehrerin wirklich sehr liebevoll aufbereiteten Homeschooling-Dokumente, in denen das erklärt worden war, lange Zeit gemeinsam studieren, bis selbst ich mich wieder daran erinnert hatte, wie das im Kopf funktioniert. Wir haben vor wenigen Tagen, konnte man das in der SZ lesen, einen Artikel unter dem Titel Kinder ertrinken oft lautlos. Da hat sich ein junger ehrenamtlicher Rettungsschwimmer zu Wort gemeldet und seiner Sorge Ausdruck verliehen, dass der ohnehin in Sachsen stiefmütterlich behandelte Schwimmunterricht, wo ohnehin in Sachsen viele Kinder viel zu spät oder gar nicht schwimmen lernen, nun in der Corona-Krise auch noch ausgefallen ist. Was will ich mit diesen beiden Beispielen sagen? Wir haben, das ist vorhin bei der Aktuellen Stunde auch hinreichend gesagt worden, eine Situation erlebt, die wir alle so miteinander noch nicht erlebt haben, eine Krise durch die Corona-Pandemie, die unsere Gesellschaft vor sehr große Herausforderungen stellt. Und da sind wir noch zumindest zum jetzigen Zeitpunkt mit einem blauen Auge davongekommen, wenn man sich zum Beispiel in Italien anguckt, wo mittlerweile 35.000 Menschen an diesem Virus gestorben sind. Ja, froh, dass ich in diesem Staat, in dieser sozialen Marktwirtschaft, die noch so funktioniert, wo die Daseinsvorsorge noch so funktioniert, dass uns das bisher erspart geblieben ist. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine Zeit, die für viele Familien insbesondere, aber auch viele andere Menschen in unserer Stadt, in unserem Land, wirklich eine schwere Zeit war und weiterhin ist, zumindest für Familien an vielen Stellen weiterhin ist. Wir haben Kontaktbeschränkungen erlebt. Wir haben und erleben immer noch eine Diskussion darüber, dass insbesondere Ältere und Kranke sich fernhalten sollen von anderen Menschen, weil sie eben ein besonderes Risiko tragen. Und wir haben eben eine lange Zeit geschlossener Schulen und des Homeschoolings erlebt, wo viele Kinder auf sehr unterschiedliche Voraussetzungen zu Hause treffen. Und dieser Aufgabe sollten wir uns stellen. Es gibt viele Studien mittlerweile darüber und viele, viele Hinweise von Experten, die sagen, gehen Sie bitte neue Wege, kümmern Sie sich, dass die Schere bei den Kindern nicht noch weiter auseinander geht. Unser Antrag, den ich gleich in Form des Ersetzungsantrages einbringen möchte, sieht eben das sogenannte kommunale Schulferienprogramm vor, für das wir zunächst einmal 100.000 Euro bereitstellen wollen. Das ist
ein Tropfen auf einen heißen Stein, das wissen wir alle. Es soll sich vordergründig an Schülerinnen und Schüler richten, denen in ihren Familien die notwendige Unterstützung fehlte. Es soll mindestens enthalten ein Schwimmkursangebot für Zweit- und Fünftklässler, die bisher eben nicht sicher schwimmen können. Es soll Ergänzungen darstellen oder Ergänzungen anbieten zu den Ferienpassangeboten, die zum Beispiel in projektorientierten Lernangeboten, in projektorientierten Kursangeboten eben jenen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, zumindest die in den geschlossenen Schulen verpassten Bildungsinhalte ja, ein Stück weit zu kompensieren. Das kann im musischen, im künstlerischen, im technischen, naturwissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen oder auch im sportlichen Bereich sein. Wir möchten mit diesem Antrag den Oberbürgermeister beauftragen, dass er koordiniert durch die Stadtverwaltung hier die Abstimmungsprozesse führt mit den Akteuren in den Stadtteilen vor Ort, mit den Aktivitäten, die jetzt in den Schulen geschehen auf Grundlage der Vorgaben oder der Empfehlungen des Kultusministers, dass wir dort zu einer sinnvollen Ergänzung auch als Kommune kommen. Warum bringen wir diesen Antrag hier heute auf den Weg? Der Oberbürgermeister, als Eilantrag auf den Weg, der Oberbürgermeister hat uns in der Klausur der Fraktionsvorsitzenden, auch über dieses Thema haben wir gesprochen, gesagt, ja, auch er wünscht sich, dass in diesem Sinne Erweiterung des bisherigen Ferienpassangebotes mehr passiert. Auch er ist da unzufrieden, dass da noch so wenig passiert. Das soll nochmal ein deutliches Zeichen auch hier aus dem Rat heraus setzen, dass auch wir das unterstützen, dass da sehr viel mehr getan werden muss. Dresden, mein Dresden, ist eine lebenswerte Stadt für Familien. Und Familien sind immer dort, wo Kinder sind, völlig unabhängig davon, welche Nationalität, welche Sprache, ob diese Kinder nur bei der Mutter, nur beim Vater, bei zwei Müttern, bei zwei Vätern, in welchen Konstellationen diese Kinder auch immer aufwachsen, Kinder sind dort, Familien sind dort, wo Kinder sind. Und wir sollten, glaube ich, auch nicht unbedingt uns immer jetzt in den letzten Wochen einen guten Gefallen getan als Stadtrat mit der Vielzahl auch von Anträgen, die wir hier so diskutieren und die Art und Weise, wie wir sie diskutieren, bei der man manchmal so ein bisschen den Eindruck hat, wir sind eigentlich irgendwie eher sowas wie Disneyland, irgendein Eventort. Natürlich gehört auch Event dazu, noch viel mehr gehört Kunst und Kultur zum Leben dazu, die Gastronomie, auch wir gehen als Familie gerne in Restaurants, aber das ist nicht der Inhalt und der Mittelpunkt unseres Lebens, sondern die lebenswerte Stadt, die lebenswerte Stadt für unsere Kinder sollte der Mittelpunkt unseres Lebens sein. Kinder sind unsere Zukunft. Übrigens auch, da sind wir uns dann, glaube ich, auch über die Fraktionsgrenzen hinweg wieder einig, auch die Zukunft der Wirtschaft. Auch wenn ich einen anderen Bildungsbegriff habe, zumindest an dieser Stelle, ist dann doch immer große Einigkeit, dass Kinder am Ende eine gute Bildung brauchen, sei es für sie selbst, weil sie schlicht und einfach ein Recht auf Bildung haben, oder sei es, um irgendwann gut auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Wie gesagt, uns ist sehr bewusst, dass diese 100.000 Euro, die wir jetzt hier erstmal in diesen Eilantrag reingeschrieben haben, ein Tropfen auf den heißen Stein sind, gerade auch im Vergleich zu dem, was vorhin ja schon mal diskutiert worden ist, 10 Millionen für die 1.000 Kleinstunternehmer in unserer Stadt. Wir haben roundabout allein in den kommunalen Schulen 20.000 Grundschülerinnen, 11.000 Oberschüler, Oberschülerinnen und 15.000 Gymnasiasten. Aber bitte lassen Sie uns gemeinsam auf diesen Weg gehen, lassen Sie uns gemeinsam diesen Anfang machen. Zu dem ihm vorliegenden Ersetzungsantrag möchte ich jetzt noch kleine Änderungen gleich mit einbringen, die die Kolleginnen und Kollegen und auch der Oberbürgermeister an uns herangetragen haben. Der Oberbürgermeister hat darauf hingewiesen, dass die von uns hier in dem Antrag angegebene Deckungsquelle nicht mehr ausgeschöpft ist, dass dort kein Geld mehr zur Verfügung steht. Deswegen möchten wir in diesem ersten Absatz des Ersetzungsantrages am Schluss ersetzen die Passage aus dem Budget des Geschäftsbereichs des Oberbürgermeisters durch 100.000 Euro aus den nicht verbrauchten Mitteln der Umzugsbeihilfe. Und auf Hinweis auch der Kolleginnen und Kollegen von CDU und Grünen möchten wir den Zeitraum, in dem dieses Programm realisiert und umgesetzt werden können, weil in der Tat bis zu den Sommerferien ist nicht mehr viel Zeit. Nicht alles wird in dieser Zeit umsetzbar sein, nichtsdestotrotz sollten wir das versuchen. Das ist in der dritten Zeile ebenfalls im ersten Absatz ändern, wo jetzt im Moment noch steht, des ersten Schulhalbjahres 2020/21 bis einschließlich der Winterferien umzusetzen in
des ersten Schuljahres 2020/21 bis einschließlich der Osterferien, um den Zeitraum einfach ein bisschen weiter zu strecken. Ich würde mich freuen, wenn dieser Antrag, der jetzt auch schon breit in der Vorbereitung diskutiert worden ist, wie gesagt, vielen Dank nochmal für alle, die sich hier eingebracht haben mit ihren Verbesserungsvorschlägen, hier jetzt auch ein breites Votum kriegt und wir es alle miteinander als Anfang eines Weges verstehen, in dem auch wir als Stadt, als Kommune uns verantwortlich für den Bildungserfolg der Kinder in unserer Stadt sehen. Herzlichen Dank. Soweit die Einbringerin des Antrages. Jetzt liegt mir ein Ergänzungsantrag der AfD vor. Der könnte jetzt eingebracht werden. Herr Gilke, bitte. Und wenn Sie wollen, können Sie auch gleich den Redebeitrag, weil Sie ihn auch halten, machen, weil Sie wären sowieso der Erste in der Fraktionsrunde. Ach so. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner, diesen Antrag der SPD-Fraktion fanden wir von Anfang an klasse und waren sofort wohlwollend dabei. Wir haben aber einen Ergänzungsantrag gestellt, weil wir gesagt haben, so wie es jetzt ist, so können wir es nicht stehen lassen. Und ich muss sagen, bis auf einen einzigen Punkt ist der neue Ergänzungsantrag, der, wenn ich das richtig heiße, von der SPD, CDU, Grünen und von den Linken eingebracht wurde, sind unsere ganzen Ergänzungspunkte bis auf einen bereits inkludiert. Das heißt also, wenn dieser eine Punkt noch dabei gewesen wäre, wäre unser Ergänzungsantrag eigentlich obsolet. Problem ist aber, dieser eine Punkt ist sehr, sehr wichtig. Es geht dabei bei unserem Ergänzungsantrag um den letzten Satz. Dabei ist auch die Erhaltung des Paragraph 72a StGB 8 zu gewährleisten. Es handelt sich hier dabei darum, dass diese Menschen, die sich um die Kinder kümmern sollen, ein erweitertes Führungszeugnis bekommen und auch haben müssen. Weil wenn jetzt in der Jugendhilfe jemand mit Jugendlichen arbeitet, hat er dies, weil er muss es auch haben, sonst könnte er mit der Jugend nicht arbeiten. Da geht es um Drogen und um Kindesmissbrauch und das sollten wir sicherstellen. Wenn wir das nämlich nicht tun würden und es würde irgendwo irgendetwas passieren, dann wäre das Drama wieder groß und wir haben es ja nicht gewusst. Meine sehr verehrten Damen und Herren, doch Sie haben es gewusst. Unser Antrag, insofern Sie es nicht noch selber in Ihren eigenen Antrag einbauen wollen, ist demzufolge zuzustimmen. Sonst ist dieser Antrag, den Sie haben, nämlich mit einem ganz großen Manko versehen und dem können wir nicht zustimmen, weil die Kinder sind das Wertvollste, was die Familien haben, das Gold der Familien und das gehört geschützt. Und für dieses Führungszeugnis ist ein Garant dafür, dass diese Kinder geschützt werden. Und das ist eine ganz klare Aufgabe, der wir aufgeführt sind und wir folgen diesem ganzen Geschehen und wir finden diesen Antrag gut und es wäre schön, wenn Sie diesen Antrag von uns folgen können oder es selber noch aufnehmen, damit dieser gute interfraktionelle Antrag durchkommen kann und auch seinen Effekt entfalten kann. Es wäre schade, wenn es wegen so einer Sache scheitern würde. Vielen lieben Dank. So, dann machen wir in der Fraktionsrunde weiter. Wird Fraktion Die Linke das Wort gewünscht? Frau Abel, bitte schön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Beigeordnete, liebe Stadträtinnen und Stadträte. Das Schlüsselwort bei diesem Antrag ist, dieses Programm soll zunächst vordergründig für Schülerinnen und Schüler, denen in den Familien die notwendige Unterstützung fehlt, organisiert und an zentral gut erreichten Punkten in der Stadt und so weiter ermöglicht werden. Wenn wir jetzt an die Schulen gehen, so befinden sich an den Schulen ganz, ganz, ganz viele Flyer und jede interessierte Familie kann sich von diesen Flyern welche mitnehmen und sie können die verschiedensten Angebote wahrnehmen. Die kosten natürlich einen Beitrag, manchmal sind weite Wege zurückzulegen und viele Schülerinnen und Schüler nutzen das schon in den Ferien. Wir wollen aber gerade diejenigen erreichen, für die es nicht selbstverständlich ist, einen solchen Flyer mitzunehmen. Dazu brauchen wir aber Menschen, die an diese Schülerinnen und Schüler auch herankommen. Das ist gar nicht so einfach und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Akteure vor Ort von der Jugendhilfe,
aber auch die Lehrerinnen und Lehrer vielleicht noch kurz vor dem Ende des Schuljahres dort mit uns zusammenarbeiten. Wie ist die Situation jetzt an den Schulen? Es ist ja nicht nur so, dass in der Corona-Zeit, in der vorangegangenen Zeit, als kein Schulbesuch möglich war, diese Spanne weiter aufgegangen ist zwischen denjenigen, die gut und strukturiert lernen konnten und denen, wo das nicht funktionierte, aus den unterschiedlichsten Gründen. Es geht ja jetzt im Moment weiter. Die Motivation, sozusagen an einem Tag in die Schule zu dem sogenannten Präsenzunterricht zu gehen und den anderen Tag schulfrei zu haben, führt sogar dazu, dass manche weniger Motivation haben, an diesem freien Tag zu arbeiten, als sie es vorher in der Zeit hatten, als sie die ganze Zeit in der Schule waren. Die momentane Situation ist auch so, dass das, was einigen Schülerinnen und Schülern besonders Freude macht, Fächer, wo sie Stärken zeigen können, wie Kunst, vielleicht Sport, darstellendes Spiel oder gesellschaftswissenschaftliche Fächer, dass diese jetzt fast ganz ausfallen. Wir konzentrieren uns in den Schulen auf Mathe, Deutsch, Englisch, vielleicht noch die Naturwissenschaften, Physik, Bio, Chemie. Aber gerade vor einem Jahr haben wir gesagt, die politische Bildung ist uns ganz extrem wichtig. Die fällt zum Beispiel jetzt sehr weit hinten unter. Und deswegen ist es wichtig, dass Dinge jetzt angeboten werden, die gar nicht unbedingt was mit dem Schulunterricht in dem ursprünglichen Sinne zu tun haben, sondern die die Stärken auch dieser Kinder wecken, die Freude bringen und die sie motivieren, wieder auch zu einem geregelteren Alltag vielleicht zu finden. Deswegen finden wir diesen Antrag gut. Ob es uns tatsächlich gelingt, diese Jugendlichen, diese Kinder in diese Angebote zu holen, das wissen wir heute noch nicht. Wir hoffen es sehr. Und es ist vielleicht wichtig, dann nach Ostern, nachdem das Programm vielleicht ein bisschen schon auch Erfahrung gesammelt hat, genau zu gucken, hat es denn wirklich das gebracht, was wir uns gewünscht haben. Ich denke, wir stimmen nahezu alle diesen Antrag zu und ich freue mich, dass dann schöne Kurse entstehen und alle Jugendlichen Möglichkeiten haben, ihre Ferien auch mit Freude hier zu Hause zu verbringen. Danke. Wird FDP das Wort gewünscht? Herr Fischer, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, der Antrag ist so aalglatt und populistisch gehalten, dass es jemanden geben muss, der mal dagegen redet. Und das möchte ich heute sein. Ich stoße mich schon an der Überschrift, es steht kommunales Sommerschulprogramm. Zwei Zeilen weiter ist es ein kommunales Schulferienkursprogramm. Also bezieht es sich doch sehr auf den Sommer. Haben Sie eigentlich gemerkt, dass vor 5 Tagen Sommeranfang war? Die Sonne ist jetzt mittags am höchsten und wir haben nur noch 3 Wochen, bis die Ferien beginnen. Ich staune, dass Frau Abel so ruhig geblieben ist. Schauen Sie mal in den Schulen, was jetzt los ist. Der Lehrer schreibt seine Zeugnisse, steht unter Druck, muss nachholen, was alles so an Notengebung ausgefallen ist. Der Lehrer hat dort schon einiges zu tun. Ich plaudere hier aus der Fachkommission des Sächsischen Beamtenbundes, in der ich bin, mit den Philologen, mit dem Sächsischen Lehrerverband, Berufsschullehrern und. Wir machen uns seit Wochen Gedanken, welchen Schaden nehmen die Kinder durch diese komischen Regelungen in der Schule. Und wir kommen eigentlich darauf, dass die Kinder vermutlich keinen Schaden davontragen werden. Kinder packen das. Das sind 3 Monate gewesen. Wissen Sie, wer es nicht packte oder wer krank wurde dadurch? Manche Lehrer und manche Eltern. Ich hätte, wenn ich mit der Fraktion mehr Zeit gehabt hätte, lieber ein Sommerprogramm aufgestellt für Lehrerreisen ins Ausland und für stärkere Kuren für die Eltern. Die haben es nötig, diese beiden Gruppen.
Wenn wir also jetzt so etwas beschließen, dann muss das weit in die nächste Zeit hineingehen. Also der Gedanke mit bis Ostern, bis der Osterhase, hoffentlich kommt er nächstes Jahr, bis soweit, das geht, okay. Schülern oder Kindern, denen die Unterstützung fehlt von zu Hause, gibt es wirklich sehr viele, aber das können nur die Schulen einschätzen, das können wir nicht hier so lapidar irgendwie sagen. Wir müssen den Schulen also irgendwie die Kompetenz zusprechen, das entscheidet ihr. Dass so viele nicht schwimmen können, also Leute, hier blickt wieder so ein bisschen die Landesregierung durch, SPD und CDU sind sich einig, aber vor Corona gab es doch schon so viele Probleme mit dem Schwimmunterricht und. Und Musik und allen Dingen. Das müssen die Schulen wirklich autark machen. Der Ferienpass, den Sie hier erwähnen, als klassisches Mittel für die Feriengestaltung, der ist ja super toll. Seit Jahrzehnten nehmen wir das mit Kindern und Enkeln. Aber wissen Sie, wie lange es dauert, den aufzustellen? Und da wollen wir in 3 Wochen irgendwie so ein Ding den Lehrern überknallen? Ich glaube, wir sind da ein bisschen verrückt. Die Schulen müssen künftig ihre Programme zum Aufholen dieser Lücken völlig autark entwickeln können. Denn jede Schule hat unterschiedliche Probleme. Wir dürfen nicht ein Sommerschulprogramm über alle ausgießen. Wir haben heute schon so ein Märchen gehört mit den Sterntalern. Von oben, unten sind die Kinder. Sie wissen alle, wie das mit dem Regen jetzt war und mit der Trockenheit. Wenn der Regen zu plötzlich kommt, dann kann der Boden das gar nicht fassen. Beziehen Sie das mal auf die Kinder. Wir müssen langsam ausgießen und uns Zeit nehmen dafür. Und deshalb lassen wir die Finger vom Sommerschulprogramm. Gehen wir optimistisch, viel optimistischer müssen wir als Vorbilder sein und ohne Horrorszenarien in die nächsten Schuljahre. Dankeschön. Wird Freie Wähler das Wort gewünscht? Herr Nitschke. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Fischer, jetzt muss ich mal Pfeffer in Ihre Wunde gießen. Sie haben gesagt, Sie sind der Einzige, der Kritik hier übt. Ich stimme jetzt in Ihren Chor mit ein. Meine Damen und Herren, das Sommerschulprogramm hätte eigentlich einen anderen Titel verdient, da gebe ich Herrn Fischer recht, zum Beispiel schöne Ferien, schöne Kurse. Das wäre ein Name gewesen, der für dieses Programm gepasst hat, denn das, was Sie vorhaben, das ist kein Sommerschulprogramm, sondern ein Ferienprogramm. So. Sie haben es spät eingereicht, Frau Frohwieser. Manchmal weiß man schon oder noch kurz vor der Sitzung gar nicht, auf was man sich vorbereiten soll, weil die Vorlagen eben erst am Mittag bei uns eintrudeln. Natürlich ist es sinnvoll, mit so einem Programm auf die Auswirkungen von Corona oder mit einem Programm überhaupt auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu reagieren, zum Beispiel mit einem Konjunkturprogramm auf die Auswirkungen der Wirtschaft oder auch mit optionalen und ergänzenden Bildungsangeboten auf eventuell nicht vermittelte Lerninhalte. Soweit gehe ich mit Ihnen d'accord. Aber auf die schulischen Inhalte zu reagieren, ist nicht Aufgabe der Landeshauptstadt, sondern auf die schulischen Inhalte zu reagieren, die nicht vermittelt wurden, das ist Aufgabe des Kultusministeriums. Und das Kultusministerium hat darauf reagiert, jetzt loben wir mal Herrn Piewarz, in der ersten und fünften Woche können schulische Veranstaltungen, die sich an den Bedürfnissen und an den Möglichkeiten der jeweiligen Schulen orientieren und an den Bedürfnissen und an den Möglichkeiten der Schüler orientieren, an den Schulen durchgeführt werden. Und das kann auf das differenzierte Bild, was sich momentan an unseren Schulen zeigt, für das Bild eine sehr gute Lösung sein. Wir haben aktuell ein Bild, in dem die Vorabschulklassen aufgrund des intensiveren Präsenzunterrichts in den vergangenen Wochen fehlenden oder prüfungsrelevanten Stoff schon nachgeholt haben und das auch in den nächsten Wochen noch mit tun können. In den jüngeren Jahrgängen, also 5., 6., 7. Klasse zum Beispiel, wurden ebenfalls die Lehrpläne erfüllt bzw. wird daran gearbeitet.
Und es ist die Aufgabe der Lehrer, sich die Gedanken zu machen, wie man das auch teilweise im nächsten Schuljahr abfangen kann. So werden Lehrplaninhalte vermittelt und so wird auch darauf eingegangen, dass viele Schüler in der Zeit des sogenannten Homeschooling, also der Zeit, in der sie zu Hause gearbeitet haben, sehr fleißig und intensiv gearbeitet haben. Sie haben ganz gute Ansätze in Ihrem Programm drin, was Sie uns vorgelegt haben, aber also zum Beispiel das bestehende Angebot des Ferienpasses zu erweitern, aber wenn wir den Schülern etwas Gutes tun wollen, dann bieten wir ihnen zum Anfang der Ferien und vielleicht auch noch in der fünften Woche die Möglichkeit, sich mit dem Stoff zu beschäftigen, der eventuell noch nachgeholt werden soll, und bieten den Lehrern und den Eltern in den Ferien, und da bin ich wieder bei Herrn Fischer, die Möglichkeit, sich zu erholen und sich vorzubereiten auf das neue Schuljahr und dann dort das Wissen zu vermitteln. Denn die Lehrer sind diejenigen, die sich an den Lehrplänen orientieren können in ihrer Wissensvermittlung, und die können das gut und die können auch, und da gibt es auch die finanzielle Unterstützung vom Kultusministerium, die können auch die kommunalen bzw. die anderen Angebote freier Träger innerhalb der Zeit in den Ferien noch mit nutzen und zusätzliche Angebote, die halt eben passgenau sind, weil die Lehrer die Schüler eben sehr gut kennen, diese zusätzlichen Angebote unterbreiten. Noch ein weiterer Punkt, den ich sozusagen als Kritik anbringen möchte. Das Kultusministerium hat ausdrücklich in den Informationen, die für die erste und die fünfte Ferienwoche und auch für die Zeit bis zu den Ferien gelten, davor gewarnt, Angebote von außerschulischen Lernorten, also zum Beispiel Gedenkstätten, Museen oder Ähnlichen, zu nutzen und diese zu gebrauchen. Also jetzt gerade ein Programm aufzulegen, an dem man gerade diese speziellen Orte nochmal intensiver besucht, würde dem, was das Kultusministerium vorschlägt, übrigens vollkommen widersprechen. Vielen Dank. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Frau Schanitzky. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, das war kein normales Schuljahr und das werden für viele von euch auch keine ganz normalen Ferien werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei dem einen oder anderen der Urlaub, der vielleicht schon gebucht war, gecancelt werden musste oder vielleicht gar nicht erst gebucht worden ist, weil es ja doch ganz lang unklar war, wie es sein wird. Wir sind tatsächlich sehr froh, dass jetzt die Ferienlagerfahrten weitestgehend stattfinden können, zumindest im Inland. Ich glaube, das ist wichtig, weil jetzt stehen quasi 6 Wochen bevor, wo man wieder zu Hause ist, wenn man quasi nicht irgendwo hin kann. Und gleichzeitig möchte ich nochmal betonen, dass die Zeit der Nicht-Schulpflicht, also wo die Kinder zwar lernen sollten, aber nicht in die Schule gehen konnten, ja keine Erholungszeit war, sondern das war auch für Schülerinnen und Schüler, die vielleicht in der Zeit nicht so viele Aufgaben erledigt haben, trotzdem eine anstrengende Zeit, denn es ist anstrengend, sich nicht frei bewegen zu können, gerade in Pubertätszeiten. Es ist anstrengend, in so einem Krisenmodus zu leben und nicht zu wissen, was eigentlich gerade passiert. Insofern habe ich mich sehr über den Antrag gefreut, weil ich ihn tatsächlich nicht so verstehe, dass hier irgendwelche Lehrplaninhalte umgesetzt werden können. Wie gut das in Schulen gelingt, kann man angesichts des Mathe-Abis sowieso gerade wieder ein bisschen diskutieren, ob man da wirklich zu dem kompetenzorientierten Bildungsbegriff gekommen ist, den man sich 20 Jahre nach PISA wünschen kann. Aber gut, das ist vielleicht eine Diskussion für eine andere Stelle. Aber genau diesen Bildungsbegriff, kompetenzorientiert, projektorientiert, lernen durch Entdecken, durch Erfahren, durch Erleben, da können die angesprochenen Akteure, die im Antrag genannt sind, ganz viel leisten. Das Verkehrsmuseum, soziokulturelle Einrichtungen, auch die Hochschulen können Dinge bieten, und das kann auch unter freiem Himmel stattfinden, wenn das aus Hygienemaßnahmensicht erforderlich ist, können Lerngelegenheiten bieten, die tatsächlich Bildung ermöglichen als ein Freizeitangebot. Bildung, weil es Spaß macht, was zu lernen, weil es cool ist, zu wissen, wie Dinge funktionieren,
Und das, finde ich, leistet dieser Antrag hervorragend. Und ich glaube, dass wir da tatsächlich ganz viel kompensieren können, was verloren gegangen ist. Nämlich auch, und das ist der zweite Aspekt, der den Schülerinnen und Schülern eine ganze Zeit verwehrt wurde, dieses Miteinanderlernen, bezogen sein, nicht nur auf Erwachsene oder Geschwister, sondern oder auf die Eltern, sondern eben auch auf andere Jugendliche, andere Heranwachsende. Insofern finde ich, das ist ein Antrag, der die Gelegenheit und die Möglichkeit bietet, auch wenn man vielleicht nicht in den Urlaub fahren kann oder nicht so lang oder so intensiv wie gewohnt in den Urlaub fährt, die Ferien zu nutzen, den Horizont im allerbesten Sinn zu erweitern und dann einfach mit neuer Motivation, mit neuer Kraft in ein hoffentlich wieder reguläres Schuljahr 2021/22 zu starten. Vielen Dank für den Antrag, wir werden zustimmen und natürlich wollen wir auch, und das war ein kleiner Disput mit der CDU, dass die Kinder schwimmen lernen. Also das ist auch wichtig, aber mir persönlich, muss ich ehrlich sagen, ist tatsächlich dieser Anteil an Projektlernen, an Bildungsgelegenheiten noch ein Stückchen wichtiger. Aber das Schwimmen ist natürlich super wichtig und ich freue mich, wenn ganz viele Kinder schwimmen können. Danke. Das war jetzt die geschickte Überleitung von Frau Janetzki, Bündnis 90 Grünen zur CDU. Herr Dietze. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, danke für die Überleitung. In den Kinderzimmern meiner Töchter hängen Urkunden mit lustigen See- und Meerestieren, welche ihre Schwimmleistung dokumentieren. Natürlich konnten sie alle schwimmen, als der Schwimmunterricht in der Schule begann und sie kamen in den Delfinkurs. Dennoch war der Elefantenkurs kein glücklicher, aber eine selbstsprechende Bezeichnung, reichlich gefüllt, was eben zeigt, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist. Die hohe Anzahl an Badeunfällen im letzten Jahr, mehr als 500 Menschen ertranken, sind das traurige Resultat. Schwimmen können ist aber mehr als Gefahrenprävention. Es ist eine gesunde Form der Körperertüchtigung und der gemeinsame Besuch des Badesees hat gerade für Kinder eine bedeutsame soziale Dimension. Insofern ist es bedenklich, dass Corona-bedingt die Schwimmkurse nicht zum Abschluss geführt werden konnten. Das Versäumte nachzuholen ist daher aus unserer Sicht sehr sinnvoll, mit oberster Priorität, ebenso wie die zeitliche Erweiterung des Angebotes über die Schulferien hinaus, da wir sonst die Teilnahme von der Zufälligkeit der Anwesenheit in den Schulferien abhängig machen. Herr Fischer, an der Stelle würde ich gerne mal Ihr Bild aufnehmen, dass der Regen gar keine Zeit hat, in den Boden zu sickern. Ich finde, ein Schuljahr ist reichlich Zeit für den Regen, in den Boden zu sickern. Ergänzen möchte ich an der Stelle noch, dass diese Erweiterung schon deswegen sinnhaft ist, weil in der momentanen Situation ohnehin gar keine Schwimmhallen zur Verfügung stehen. Wir also abwarten müssen, bis diese wieder in ihren Regelbetrieb treten und dann können wir eben entsprechend auch einen Schwimmunterricht organisieren. Daher wäre das ohnehin undenkbar, dass wir jetzt in den Sommerferien diese Kurse aufsetzen. An der Stelle auch noch ein kurzer Verweis auf die AfD. Hier sind rein rechtlich noch wesentlich mehr Punkte zu klären. Hier geht es natürlich auch darum, dass der Schwimmlehrer, der dort vorne steht, versicherungsrechtlich so geschützt ist, dass er diesen Unterricht auch durchführen kann. Wir können aber doch nicht sämtliche rechtlichen Grundlagen, die es dazu gibt, jetzt hier abbilden. Wir nehmen mal an, dass die Verwaltung soweit in der Lage ist, da verantwortungsbewusst zu handeln und die entsprechenden Gesetze zu beachten. Gut, jetzt kommen wir wieder mal zurück. Natürlich begrüßen wir auch die zusätzlichen Angebote, die im museumspädagogischen Bereich geschaffen werden. Allerdings ist hier kritisch anzumerken, dass über die Jugendhilfe bereits vielfältig und qualitativ hochwertige Angebote geplant sind. Darüber hinaus besteht mit dem Ferienpass eine breite Palette auch an Bildungsmöglichkeiten. Da kann experimentiert werden. Es gibt Workshops zum Programmieren, Fotografieren, zum Tanzen, Theaterspielen. Zum Kochen, Backen, im Bereich Sport kann gefochten, gekegelt, geritten, geskatet und geturnt werden. Ja, ich bin in der Jugendhilfe, ich will das auch gleichzeitig mal noch mit betonen, was hier schon geleistet wird. Wir sollten daher sehr bedacht sein,
hierzu keine unnötige Konkurrenz zu schaffen, zumal die Planungszeit sehr knapp bemessen ist und weitere Angebote eben auch Geld kosten. Dennoch wollen wir uns nicht gegenüber dem Argument verschließen, dass es notwendig ist, für eine Erweiterung der Lernzeit zu sorgen, um Bildungslücken zu schließen. Und ich hoffe persönlich, dass in ganz vielen Kinderzimmern in Zukunft auch schöne Urkunden mit lustigen See- und Meerestieren hängen. Dankeschön. So, wer hat weiterhin das Wort? War Frau Frohwieser und Sie, da würde ich Sie zunächst mal dran nehmen und Frau Frohwieser dann das Schlusswort geben. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte nochmal auf diesen leider sehr kurzfristigen Antrag zurückkommen. Es hat uns natürlich schwierig gemacht. Wir hatten unseren Ergänzungsantrag ja schon vorbereitet und den haben wir jetzt, der Herr Gielke hat es sehr schön dargelegt, etwas verkürzt. Ich würde erst gern nochmal, damit Sie wissen, worüber Sie wohlwollend abstimmen dürfen, nochmal ganz kurz vorlesen, wie es jetzt die aktuelle Version ist. Und zwar streichen wir bei unserem Ergänzungsantrag die ersten vier Zeilen und es bleibt übrig noch der Satz, dabei ist für alle am Kind Beschäftigten die Einhaltung des § 72a SGB VIII zu gewährleisten. Ende. Das ist dann alles. Ganz kurz vielleicht noch zu Herrn Dietze. Sicherlich, es gibt sehr viele Dinge, die man beachten muss, da gebe ich Ihnen recht, Verwaltungsvorschriften und so, das können wir jetzt nicht alles hier aufführen, aber hier gibt es sich ein rechtliches Problem, nämlich im SGB VIII an dieser Stelle geht es ja ausdrücklich um die bei freien Trägern Beschäftigten, um die bei Schulträgern Beschäftigten, um die bei Kita-Eigenbetrieb Beschäftigten und wenn dann, was Sie ja wollen, so habe ich zumindest den Antrag von der Frau Frohwieser verstanden, Sie wollen in die Zivilgesellschaft reingehen, Sie wollen Leute holen, die bisher noch weniger mit den Kindern zu tun hatten, das müssen nicht viele sein, aber auch für die müssen wir das sicherstellen und das könnte sein, dass da Interpretationsspielraum ist und den wollen wir ein für alle Mal ausschließen, deshalb unser Ergänzungsantrag und ich bitte Sie alle, dem zuzustimmen, wir werden dann gerne auch dem veränderten Ersetzungsantrag auch zustimmen. Ich danke Ihnen. So, und jetzt kommen wir zum Schlusswort, Frau Frohwieser. Achso, Entschuldigung. War jetzt nicht geplant, der Antrag war etwas kurzfristig. Anke Lietzmann, ich bin die Kinder- und Jugendbeauftragte der Landeshauptstadt Dresden seit 2 Jahren. Das ist mein Thema. Ich bin sehr dankbar, dass dieser Antrag eingebracht worden ist, dass Kinder hier und Jugendliche mal Geld bekommen sollen, das ausgeglichen werden soll und beachtet wird, dass auch sie mit den Folgen von Corona zu kämpfen hatten. Ich möchte darauf hinweisen, dass Kinder und Jugendliche in der letzten Zeit sehr darauf fokussiert wurden, dass sie nur als Schülerinnen und Schüler gesehen wurden. An der Stelle möchte ich das eigentlich ganz gerne, dass dieses Geld mehr dafür verwendet wird, dass für die Freizeitgestaltung etwas getan wird und dass Kinder und Jugendliche an dieser Stelle mehr unterstützt werden. Das heißt, weg von Schule, weg davon zu sagen, dass nur die Abiturienten wichtig sind, sondern es ist wichtig, sozusagen die Kinder und Jugendlichen in ihrer Ganzheit zu sehen. Kinder brauchen Spiel, Sport, Freunde treffen, Musik hören. All das ist ganz, ganz wichtig für die Entwicklung von Kindern. Dafür würde ich gerne das Geld mitverwendet wissen wollen. Auch gerne in der Verbindung zwischen Schule und Freizeit. Die Schulsozialarbeiter können da eine führende Rolle mit übernehmen. Ich weiß, dass die freien Träger der Jugendhilfe bereits jetzt dabei sind, ihre Angebote auszubauen, gerade für die Sommerzeit, denn hier wird es einen großen Bedarf geben, einen erweiterten Bedarf. Als Kinder- und Jugendbeauftragte bieten wir die Rathaustouren an als zusätzliches Angebot. Und noch eins, welche Defizite Kinder und Jugendliche tatsächlich in der Zeit von Corona erfahren haben, das wissen wir im Moment noch nicht. Was wir wissen ist, dass im ASD einen großen Mehrbedarf gibt im Vergleich zu vorher und dass bei den Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen in den Angeboten sehr großer Redebedarf ist, sehr viele Probleme auflaufen, die dort von den Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen aufgefasst werden. Ja, vielen Dank für den Antrag. Ich unterstütze den und stehe zur Verfügung zur Umsetzung des Programms.
So, jetzt kommen wir tatsächlich zum Schlusswort, Frau Provisor. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Frau Lietzmann, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt möchte ich doch noch mal auf ein paar Punkte eingehen, die hier gesagt worden sind. Jetzt ärgere ich mich aber langsam ein bisschen, also das Wort der Kurzfristigkeit ist mir jetzt dann doch ein bisschen zu oft gefallen. Wir haben diesen Antrag, ja, als Eilantrag, wer mir vorhin zugehört hat, hat auch, glaube ich, gehört, womit der begründet gewesen ist. Wir haben uns im Ältestenrat auch darauf verständigt, dass diese Eilbedürftigkeit gegeben ist, am 16.06. eingereicht. Und komischerweise gab es ja mehrere Fraktionen, die es geschafft haben, sich damit auseinanderzusetzen und eben mit uns gemeinsam an Änderungen zu arbeiten. Wir haben damals das kommunale Soforthilfeprogramm des Oberbürgermeisters, die Vorlage am 23.03. bekommen und haben es auch geschafft, am 26.03. damals über 5, inzwischen sind es dann 10 Millionen Euro gewesen, zu sprechen. Insofern sollte es doch wirklich möglich sein, und es gibt ja mehrere Fraktionen, die das bewiesen haben, um 100.000 Euro, die wir hier zusätzlich in Kinder in dieser Stadt investieren wollen, in mehr als 10 Tagen miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich danke Frau Lietzmann, die ja auch schon mal signalisiert hat, und da wird es sicherlich noch sehr viel mehr Akteure in der Stadtverwaltung geben. Der Oberbürgermeister hat ja selber schon gesagt, dass ihm daran gelegen ist, die das jetzt auch voranbringen werden und umsetzen werden. Herr Gierke, irgendwie sind Sie überrascht, dass, was Sie jetzt in Ihren Änderungsantrag da geschrieben haben, alles schon inkludiert sei in diesem Ersetzungsantrag. Wenn Sie den ursprünglichen Antrag nochmal lesen, war das auch darin inkludiert. Sie hatten jetzt zum Beispiel beantragt, das soll fachlich und pädagogisch qualifiziertes Personal sein. Naja, also wir hatten in diesem ursprünglichen Antrag auch schon stehen, das sind Schwimmlehrer, Schwimmlehrerinnen, das sind Museumspädagogen, in den soziokulturellen Einrichtungen sind es Sozialpädagoginnen, das sind Lehramtsstudierende, pädagogisch und fachlich qualifiziertes Personal, das stand schon im ursprünglichen Antrag drin. Sie haben jetzt nochmal Ihre Ergänzung eingebracht, aber Herr Dietz hatte dazu schon mehr als genug gesagt. Das ist ein Gesetz, das steht im Gesetz, und natürlich, das ist ein kommunales Programm. Der Oberbürgermeister wird hier beauftragt, Dinge in den Gang zu bringen, wird es an freie Träger übergeben, er wird es mit Akteuren aus der Stadt selber machen. Das trifft für alle zu und das ist einzuhalten. Ja, auch in diesem Bereich gibt es regelmäßig Probleme und ja, dann ist das Geschrei groß, aber das sind dann strafrechtliche Sachen, das müssen wir jetzt nicht extra reinschreiben, dass wir das Gesetz einhalten. Deswegen heißt das Ding Gesetz und hat Paragraphen. Herr Fischer, das war jetzt ein bisschen eine Enttäuschung. Also Sie als Lehrer, was hätten Sie denn mit Ihren Schülern gemacht, wenn die Ihnen so sehr nicht zugehört haben? Sie haben sich am Anfang darüber beklagt, dass das Ding kommunales Sommerschulprogramm ist. Ich hatte meine Einbringung des Ersetzungsantrages damit begonnen, dass ich gesagt habe, ja, ich danke für den Hinweis der Kolleginnen und Kollegen, die mit uns darüber gesprochen haben, dass das missverständlich ist, und deswegen haben wir genau eben in diesem Ersetzungsantrag den anderen Begriff, nämlich des Schulferienkursprogrammes, geprägt. Das ist kein Widerspruch in dem Antrag, sondern ich habe ausdrücklich begründet, warum wir diese Begrifflichkeit verändert haben. Und es geht ja eben genau nicht darum, wie sie es jetzt gesagt hat, den Lehrern irgendwas überzuknallen. Wir haben auch die ganze Zeit sehr deutlich gemacht, und das hat übrigens auch das Kultusministerium sehr deutlich gemacht, die Schulferien sind in allererster Linie mal zur Erholung da. Nicht nur für die Lehrer, sondern auch für die Schülerinnen und Schüler und vor allen Dingen auch für die Familien, die diese Lasten in den letzten Wochen und Monaten tragen mussten. Nichtsdestotrotz kann man da tatsächlich Freizeitangebote durchaus mit schulischem Bezug, mit Bezug auf Lehrinhalte, und all die Personen, die wir hier angesprochen haben, Museumspädagogen etc. pp., können das sehr wohl. Das ist nämlich ihr Beruf, ihre jeweiligen Angebote in Bezug auf die schulischen Inhalte zu machen. Auch der Kollege von den Freien Wählern hatte darauf hingewiesen, da gibt es irgendwelche Widersprüche zu den Vorgaben des Kultusministeriums. Nein, das Kultusministerium weist ausdrücklich darauf hin, auch in diesen Angeboten, die die Schulen machen können, können sie sich in die Schulen zum Beispiel Leute aus den Museen holen oder aus anderen Einrichtungen, nur mit Verweis darauf, dass nach wie vor Klassenfahrten nicht erlaubt sind, sollen die Schulen oder die Kinder, die dann eben an diesem Programm in den Schulen teilnehmen, nicht dahin fahren. Die sollen nicht in klassische Ferienheime fahren, die sollen nicht in Gedenkstätten fahren etc. pp., aber sehr wohl kann vor Ort das auch von den Schulen eingekauft werden. Und deswegen beauftragen wir den Oberbürgermeister, da in eine Abstimmung zu gehen. Und wenn Sie sich mal angucken, was in den Schulen
101. Oberschule zum Beispiel hat ja schon ihre Entwürfe vorgelegt, was sie sich vorstellen. Die fordern ja geradezu auf übers Quartiersmanagement, dass wir da miteinander als Kommune mit unseren Einrichtungen, mit ihnen ins Gespräch kommen sollen, um die Angebote gemeinsam zu machen. Es wäre schön, wenn Sie bei der Einbringung von Anträgen noch ab und zu zuhören würden. Insofern vielleicht überlegen Sie Ihre Haltung nochmal und ringen Sie sich doch zu einer breiten Zustimmung. Ja, zu diesem kleinen, symbolischen Tropfen auf den heißen Stein, um Kindern, die in unserer Gesellschaft, auch in unserer Stadt, abgehängt worden sind in den letzten Wochen, die eben nicht die familiären Bedingungen zu Hause haben, die eben nicht den Computer oder das Tablet zu Hause haben, vor Ort in ihren Stadtteilen zusätzliche Angebote zu ermöglichen. Vielen Dank. So, das war eigentlich das Schlusswort, aber als Sie nochmal angesprochen worden sind, Herr Gierke, bitteschön. Nee, wir beantragen nur eine Auszeit. Eine Auszeit? Eine kleine, bitte. Dann 2 Minuten Auszeit und dann geht's weiter. So, ich sehe, haben alle wieder den Platz eingenommen, sodass wir fortsetzen können in der Sitzung. Ist aus der Auszeit nochmal Anträge, die gestellt werden, entstanden? Ist nicht, dann kommen wir zur Abstimmung. Zur Abstimmung vielleicht folgender Hinweis. Der von Frau Frohwieser eingebrachte Ersetzungsantrag mit auch den
Änderung, die sie in dem Ersetzungsantrag ja dann hier vorgestellt hat, den würde ich zur Abstimmungsgrundlage nehmen, weil wir keinen Ausschussbericht haben und soweit gleich vom Einreicher der Ersätze, sodass wir dann hier nochmal zusätzlich abstimmen müssten. Und zudem liegt mir jetzt ein Ergänzungsantrag der AfD vor, so wie es uns gerade auch nochmal vorgestellt worden ist, im Wesentlichen sich auf den letzten Satz ihres schriftlich ausgereichten Änderungsantrages bezieht. Wer diesem Ergänzungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen? Das ist die überwältigende Mehrheit. Damit wäre der Ergänzungsantrag abgelehnt und wir kommen zur Schlussabstimmung über den Ersetzungsantrag, wie er vorgetragen worden ist, mit den zwei Modifikationen von Frau Frohwieser. Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenteilung. Ja, 49 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit wäre das so beschlossen. Damit haben wir es... Hallo? Hallo. Na, ja, boah, hallo. Also. Na, wenn Sie nicht hergucken. Ich möchte noch kurz eine Erklärung zum Abstimmungsverhalten geben, weil die AfD-Fraktion ja eigentlich für den Antrag war. Wir haben zwar zweimal gehört, dass unser Ergänzungsantrag völlig sinnfrei sei, was allerdings nicht stimmt, ich möchte es nochmal betonen. Es gilt in dem Gesetz für Träger der öffentlichen und der freien Jugendhilfe. Es sollen aber auch zum Beispiel Museumspädagogen weitere Menschen einbezogen werden, die nicht unter diesen Personenkreis fallen. Und da ist Interpretationsspielraum und das wollten wir vermeiden, weil wir unsere Kinder schützen wollen. Und wenn sie da nicht mitgehen, dann stimmen wir halt dagegen. Wahrscheinlich sind sie nur deshalb nicht mitgegangen, weil auf diesem Antrag das Logo mit dem blauen Hintergrund war. Danke. So, meine Damen, meine Herren, es ist jetzt zwar nicht 18.30 Uhr, sondern schon 18.56 Uhr. Wir gehen jetzt in die Pause und machen 19.25 Uhr weiter.